Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zu einer neuen Folge Let's Play Desperados 2 Cooper's Revenge. Wir sind jetzt in dieser einen Mission, wo wir mit Kate in ein Fort eindringen müssen und einen Indianer dort retten müssen. Und zwar ist er im Gefängnis und ich darf aber gar nicht gesehen werden, weil sobald die mich sehen, sind die eigentlich ganz böse und wollen mich alle abschießen. Das heißt, das läuft hier eigentlich nicht cool für mich mit Jane und es ist eigentlich ziemlich schwierig. Ich bin gespannt, wie es läuft. Mittlerweile haben sich die Missionen wesentlich verbessert. Ich muss sagen, das Spiel hat einfach zu Beginn ein bisschen gelitten unter der Art und Weise, wie es gemacht war. Aber mittlerweile sind die Missionen ja eigentlich ganz cool gemacht und durchaus interessant. So, ich würde sagen, wir steigen jetzt hier ein und schauen, was uns denn diese Mission bringt und mal sehen, wie ich die schaffen werde. Ich spiele es ja auch zum ersten Mal. Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr hier eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr bleibt dran und ich wünsche euch viel Spaß hier und eine gute Unterhaltung. Okay, so, da sind wir mit Kate und wir müssen jetzt da rein und zwar müssen wir da hin. Ne? Das ist die Frage, wie ich da hinkomme. Weil grundsätzlich dieser Eingang ist versperrt und es gibt nur den hier, der offen ist. Bei den Fenstern kann ich auch nicht rein. Ne? Ich kann nur hier rein. Die Zeit drängt. Ja, ich weiß. Schloss mich nicht. Die Frage ist nämlich, wie stelle ich das an, dass ich zu der Tür komme? Es gibt nur den Eingang. Ich hole mir mal dieses Make-up von nach hinten. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich glaube, es ist nicht schlecht, dass ich mal das Make-up von dort hole. Genug getrödelt. Bin schon unterwegs. Sieht mich der? Nee. Der? Jetzt bin ich aber gespannt. Ach komm. Der sieht mir nicht an diesem Busch vorbeilaufen. Keine Chance. Na, noch ein Ass im Ärmel? Na dann mal los. Bin schon unterwegs. Kann man doch diesen Busch nicht laufen? Was nee. Jetzt? Bin schon unterwegs. Na, noch ein Ass im Ärmel? Okay, jetzt haben wir ein bisschen mehr Make-up. Wobei ich gar nicht genau weiß, was ich mit diesem Make-up machen kann. Ich kann mit dem Make-up nämlich nur jemanden anpusten. Damit er kurzzeitig nichts sieht. Ne? Ich meine, das ist eh wahrscheinlich gut, aber. Ich komme da nämlich nicht rauf. Und vorbeischleichen an die Typen kann ich gar nicht, weil wenn ich so nah ran bin, nicht mit dem Kleid. Dann hören die mich. Keine Chance. Keine Chance. Ich kann also nicht darauf. Das ist, glaube ich, fix. Weiter geht's. Na, noch ein Ass im Ärmel. Wenn der jetzt vorbeiläuft, renne ich da rein. Na, noch ein Ass im Ärmel. Okay, und renne dann dahin zum nächsten Make-up. Weil ich da auch relativ knapp vorbei muss. Ich hoffe, das klappt. Wir warten. Der Typ läuft ja auch wieder weg hier. Dann laufen wir zu dem Make-up-Teil. Wann der jetzt endlich mal da weggeht. Auch der muss weggehen. Jetzt, glaube ich. Verdreht sich jetzt gleich mal ein bisschen die Beine. Der schaut nur gerade aus. Na dann mal los. Bin schon unterwegs. Oh. Und? Was jetzt? Na, noch ein Ass im Ärmel? Genug getrödelt. Okay, weiter. Wohin jetzt? Ich fahre Jetzt mal der bin Wand ich aber entlang. gespannt.
Oh. Nicht mit dem Kleid. Na, noch ein Ass im Ärmel? Nee, der hat nichts gesehen. Es war knapp. Psst, ganz leise. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist. Ich speichere mal. Mir kommt das ein bisschen komisch vor. Dass es so knapp ist. Okay, der erholt sich wieder. Ist die Frage, ob ich da um dieses Haus überhaupt herum kann. Aber hier komme ich auch nicht rum, oder? Naja, ich glaube schon. Ich glaube, ich muss an die zwei Typen da vorbei und an dem da. Kann ich so entlang, oder was? Hier ist ja einer, das. Also der eine schaut hier mal in diese Richtung und die zwei patrouillieren auch noch darauf und runter. Und ich kann da nur schwer an den Typen hier vorbei. Naja, ich kann schon vorbei. Aber wie schalte ich den da aus? Das ist die Frage. Wir speichern. Ich versuche mal jetzt echt darüber zu kommen. Über die Straße. Wenn die zwei nicht herschauen. Mich der aber auch nicht sieht. Jetzt bin ich aber gespannt. Bin schon unterwegs. Jetzt bin ich aber gespannt. Genug getrödelt. Okay. Jetzt bin ich bin aber drüben. Gespannt. Ich bin auch gespannt. Jetzt speichern wir, weil ich weiß nicht, ob das richtig ist. Nein, wenden wir diesen Spielstand. Na dann mal los. Jetzt bin ich aber gespannt. Bin schon unterwegs. Ach, das war so gedacht. Jetzt verstehe ich das. Da bin ich aber nicht sicher, ob das dann der richtige... Naja, doch, ich glaube schon, das war gut. Schauen wir nochmal. Na? Der hat nicht gesehen. Ah, falscher Spielstand. Nochmal. Okay, aber es läuft, glaube ich. Ich glaube, das ist richtig. Das ist die 2, glaube ich. Na dann mal los. Schaut mir jemand nach? Jetzt bin ich aber gespannt. Schaut der immer dahin? Ich habe den nicht beobachtet bis jetzt. Nein? Schaut mir jemand nach? Bin schon unterwegs. Na, noch ein Ass im Ärmel? Ich glaube, das war gut. Ah, ich traue mich nicht zu speichern. Noch, ich mache noch einen Spielstand. Weiter geht's. Und? Was jetzt? Oh, Puder. Gut. Na, noch ein Ass im Ärmel? Na dann mal los. Schaut mir jemand nach? So. Keine Chance. Idee. Ich glaube, da kann man speichern, dass er gut ist. Bin schon unterwegs. Bin Kommt schon wieder? Unterwegs. Genug. Kann man speichern, das war gut. Der dreht sich um und sieht mich. So, wir speichern wieder.
Recht auf, Lady. Jetzt bin ich aber gespannt. Na, noch ein Ass im Ärmel? Schneller. Die Karten werden neu gemischt. Na, noch ein Ass im Ärmel? Ah, was für eine Erleichterung. Boah, geschafft. Das war jetzt auch kompliziert, oder? Eine Spannung hier. Okay. Ich bin da irgendwie nur durchgehuscht. Vielleicht war es jeder einzige mögliche Weg, ich weiß nicht. Das war jetzt 4.1, glaube ich, war das jetzt. Jetzt haben wir einen neuen Mitstreiter, den Hawk. Du da drin? Hawk 1. Adler. Verdammt. Besser, ich gehe in die Poststation und warte auf John. Was? Warum sind wir jetzt zu fünft hier drin? Okay, was muss ich machen? Also wir sind hier drin. Die Gelegenheit ist günstig. Warum warten? Warte ein bisschen. Fort Wingate. Wir sind immer noch im Fort Wingate. Aber wo ist der? Wo waren wir? Waren wir hier im Norden? Waren wir hier drin? Bei dem da? Aber wir sind doch irgendwie da rein. Meine Orientierung ist gerade flöten gegangen. Wo war der? Wir waren doch irgendwie von der Außenmauer, sind wir reingegangen. War das hier in dem Bereich? Nee. Damit Cooper und seine Freunde mit dem Indianer reden können, muss Doc ihn erst einmal medizinisch versorgen. Leider hat Doc keine Fundverbände bei sich. Klauen sie den Arztkoffer aus dem Aufenthaltsraum der Offiziere beim Haupttor. Ah, das war hier, ja. Jetzt haben die Mission verändert. Was ist denn da los? Jetzt sehe ich mir dasselbe vor, bitte. Da also. Ach so, jetzt geht es viel weiter links los. Sie war alleine über dem Fluss und jetzt müssen wir rüber. Dürfen wir jemanden töten? Wir nicht. Hat jemand einen Arzt gerufen? Hol mal das, was da drin ist. Ja, er knackt das Schloss auf vor allen Leuten. Was ist denn ein Offizier wurde alarmiert, Mission verloren. Sorry, kurz. Alter, ich kann dich. Na? So, bei mir ist gerade hier ein Alarm losgegangen. Tut mir leid, Leute. Das werde ich später rausschneiden. Hoffentlich. So. Also, so einfach läuft das nicht. Neues Spiel, neues Glück. Ich kann da nur was klauen, wenn niemand hinschaut. Ach so, ich muss da rein, um den zu klauen. Ganz leise. Alter, ich kannte ihn.
Ach so, ich kann hier einfach hingehen. Geh von der Seite hin. Schaut eh jemand hin, oder? Ja. Verfluchte Schinderei. Ah ja. Ist das Make-up? Okay, da kommst du auch mit. Na? Hat jemand einen Arzt gerufen? Ich gehe schon. Ist die Killer? Bin gleich da. Komm schon, es ist die Killer. Na? Na gut, Sanchez, ist was für dich. Ich bin Pablo Sanchez! Ja, das wissen wir schon. Dass du Pablo Sanchez bist. Ich komme! Bin ich hier richtig? Ja. Ein bisschen das Drehen ist so sehr, sehr maussensitiv. Riecht gut. Na? Und das Make-up ab. Also hier die Tür aufsperren. Ein schönes Döschen. Ein schönes Döschen, okay. Weiter geht's. Das Ding aufsperren ist halt nicht cool, wenn da alle her schauen, ne? Auf der anderen Seite brauche ich es unbedingt, das Zeug? Vermutlich. Ich werde versuchen, mir das Ding zu nehmen. Ich gehe ja schon. Schaut jemand daher? Was jetzt? Der bestellt gerade irgendwas, oder was? Okay, während das der hier was bestellt und offensichtlich auch was bekommt, bis er wieder weggeht, schauen wir uns mal um. Habe ich hier überhaupt ein Problem? Kartenmäßig? Ich glaube nicht. Ich kann da. Kann ich da jetzt einfach durchlaufen? Ich mache das Ding jetzt einfach auf. Schaut gerade keiner her. Kannst du etwas schneller machen? Ich bin gleich da. Gib mir Deckung. Ah, ja. Man kann es nicht dabei aufmachen, wenn die Zivilisten herrschen, ist schlecht, okay? Wollen wir spielen? Ich glaube nicht, die Frau ablenke reicht. Na dann mal los. Hey, du! Schon unterwegs. Aha. Hinter dem Tresen hast du nichts zu suchen, okay. Wollen wir spielen? Na dann mal los. Oh Gott. Was ist? Die Lady redet mit mir. Muss das sein? Wir haben 5 Minuten. Stehen Sie auf, Ma'am. Gut. Die Lady hat jetzt einfach mal schnell Ohnmacht simuliert. Ja, ja. Verdammt. Okay, die wollen nicht. Die Lady redet mit mir. Simulierte Ohnmacht hilft bei denen auch nichts. Wieso? Oh. Okay, es hilft nichts. Okay, wir lassen das mal kurz und probieren mal aus, was passiert, wenn wir hier herumlaufen. Und wenn es jemand sieht, ist das ein Problem. Na dann mal los. Was springt raus bei dem Job? Okay, wir lassen mal dieses Fläschchen dort, weil es ist offensichtlich schwieriger zu holen, als man denkt. Obwohl, warte mal kurz, jetzt wäre es gegangen, jetzt war die Frau gerade nicht da. Was für ein Job. Jetzt sieht mich der Barkeeper. Was ist das? Warte mal, wenn der Barkeeper nicht herrscht, geht's. Hat jemand die Frau läuft weg und der Barkeeper macht was? Er schaut halt her, ne? Ich
Ach so, ich verstehe schon. Wenn der wenn die Frau nicht da ist, schaut der bewacht der Barkeeper die Tür, ansonsten die Frau. Ja. Zur Sache jetzt. Okay, man muss ja nicht jeden Loot haben hier, oder? In dem Spiel. Gibt's noch mehr? Nee. Tja, und jetzt? Kann der Cooper darüber klettern irgendwie? Nee. Dann entlang gehen könnte er. Könnte er, aber weiter nicht. Okay. Kaboom! Okay, wir haben also keine Möglichkeit, außen rum zu gehen, weil es keinen Weg gibt. Wer springt raus bei dem Job? 1, 2, 3, 4 fehlt da, ne? Und jetzt? Was gibt's? Sanchez muss auch mit. Dame paso. Kann man mit dem Karrenwagen fahren? Nee. Das wäre eine Idee, mit der Postkutsche einfach fahren. Kann Bin man ich aber hier auch richtig? Nicht. Gehen wir es an. So, was passiert jetzt, wenn wir da rausmarschieren aus dem Vorhalt? Halt! Halt! Der Zutritt zum militärischen Teil des Forts ist Zivilisten untersagt. Treten Sie zurück! Oh. Tja, und jetzt? Das ist eine gute Frage. Wir könnten raus. Um es vorher rum. Dann stehen wir hier wieder am Fluss an, ne? So, ne? Doch, wir stehen am Fluss an. Wir können nicht rein, weil wir... Gehen wir es an. Also wir stehen hier. Lila sind Zivilisten. Blau sind diese ganzen Gardisten. Und das Ganze ist echt schwer zum Handeln. Wie stellen wir es an? Ich kann hier nicht zum militärischen Bereich des Forts vordringen. Hier ist ganz schön viel los auf dem militärischen Bereich. Aber wenn ich da jetzt nicht durchgehe? Durch die Mitte. Der Typ ist hier oben, ne? Wir sind hier unten. Ich kann nicht so rum und ich kann auch nicht so rum. Warte, wir probieren es mal. Auf geht's. Dann wollen wir mal. Kein Problem, wie wir rumlaufen hier in dem Bereich, glaube nicht. Vorwärts. Der wäre raus aus diesem Vor. Jetzt aber schnell. Vorwärts. Dann wollen wir mal. Jetzt aber schnell. Okay, die haben kein Problem damit, wenn wir hier rumlaufen. Und los. Ich will mal sehen, ob man außen rumlaufen kann. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Auf geht's. Vorwärts. Vorwärts. Ja, aber ich muss ja in den militärischen Bereich rein. Wie soll ich denn das sonst machen? Gut, ich meine, ich könnte von hier aus zumindest die Wachen von der Mauer irgendwie abschalten. Ausschalten. Jetzt aber schnell. Wie läuft denn der jetzt? Was uns dort erwartet. Da kann man nicht rüber, wenn ich das jetzt anklicke. Schön langsam. Bei dem Job. Dann wollen wir mal. Also ich kann da nicht hin. Okay, das war's. Weiter. Kann ich jemanden irgendwie auf die Mauer hieven oder sowas? Ist hier eine Leiter? Hier könnte ich, auf diese Mauer könnte ich hin. Ja, das bringt überhaupt nichts. Die Mauer ist mit der Mauer nicht verbunden. Also es gibt einen militärischen Teil, der fest hier abgezäunt ist. Beeilung. Es gibt hier jede Menge Wachen. Karamba! Kaboom! Was ist? Hat jemand Lust auf eine Runde Poker? Und wenn ich jetzt hier irgendwie Alarm mache, dann ist es schlecht. Wie stelle ich das an, Leute?
Ich gebe die Möglichkeit natürlich, das Gas von hier zu holen, damit er mit dem Gas, und ich habe noch ein Gas, irgendwie Leute betäubt und dann wegbringt. Wie viele Wachen haben wir hier draußen eigentlich? Schon einige. Es sind auch drinnen einige. Alleine diese ganze Gruppe hier ist schon riesig. Den Typen kann man hinten K.O. schlagen, wenn es ist. Das machen wir jetzt mal. Scheiß drauf. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Okay, dann lassen wir da hinten. Die Idee ist, war es, dass ich den Typen da wegmache. Kein Problem. Kommt der sich das jetzt anschauen? Ja, komm schon. Jetzt? Da bin ich. Ich hau den jetzt nieder, wenn er kommt. Tut mir leid, Mensch. Kein Problem. Mal sehen, was uns dort erwartet. Sorry, Zivilist. Dann wollen wir mal. Hat jemand einen Arzt gerufen? Ja, ich muss den fesseln, weil der Typ war neugierig. Der wäre gekommen, hätte gleich Alarm gemacht. Okay. Sagen wir mal, das ist unser Versteck. Und da verstecken wir die Leute, die wir jetzt hier irgendwie K.O. haben, oder? Ich gehe ja schon. Sind die beide gefesselt? Ja. Okay. Gut, wir machen das jetzt hier Stück für Stück. Fesseln wir Leute. Ich darf niemanden erschießen. Die dürfen mich ja auch nicht sehen. Die sehen mich auch nicht. Die Typen hier sind auch nicht cool und koscher. Vorwärts. Was ist mit dem? Es kann nicht sein, dass ich hier alle erwischen muss. Jetzt? Da kann man sicher nur irgendwie vorbei an ein paar oder so, ne? Nein, muss ich nur den in der Ecke hier erwischen. Okay, das wobei es nicht möglich ist aufgrund von dieser Gruppe hier. Schauen wir, was passiert. Auf geht's. Wir stellen jetzt die Uhr zur Ablenkung mal hin. Vielleicht muss ich sie programmieren, dass jeder einen niederhaut oder sowas. Von mir aus würde ich machen. Jetzt aber schnell. Okay, das bringt nicht viel. Ich wollte nur sehen, ob die sich wegbewegen, ob sie was tun oder nicht, oder was auch immer sie dann vorhaben, diese Leute. Ich gehe ja schon. Und sie haben wirklich, sie können sich bewegen. Halt! Der Zutritt zum militärischen Teil des Forts ist Zivilisten untersagt. Treten Sie zurück! Ich könnte versuchen, hier eine Menge von denen auf einmal anzulocken. Vielleicht kann ich sie betäuben. Alle auf einmal. Halt! Der Zutritt zum militärischen Teil des Forts ist Zivilisten untersagt. Treten Sie zurück! Auf geht's. Ich bin Pablo Sanchez! Hat jemand einen Arzt gerufen? Wenn jetzt alle auf einmal kommen. Und jetzt tief einatmen. Ah. Die sind nicht happy. Alarm bedeutet dann immer also irgendwie darüber. Ein Problem hier. Ich bin Pablo Sanchez. Wir wissen, wer du bist. Stell mir mal die Tequila-Flasche auf. Vamos. Diese Zivilisten hier. Ich werde die jetzt alle niederhauen. Weil... sobald ich eins von meinen Dingen hier raushole, zum Beispiel die Flasche oder so,
Schön langsam. Ist die gleich misstrauisch? Vamos. Schau, die verfolgt mich erst. Oh ja, schnell, schnell. Hat jemand einen Plan? Aber ich kann jetzt schneller nicht. Leute, das ist echt schwierig. Verfluchte Schinderei. Was habe ich noch mit? Probieren wir mal, ob sie die Leute ablenken. Genug getrödelt. Ein schönes Kleid, das sie da tragt. Was kann Quatsch. Gehen wir es an. Okay, ich kann niemanden anlocken. Aber vielleicht kann ich einen rausziehen aus dieser Dreiergruppe. Bin gleich dir. Da. Dann also da raus bei dem Job. Kate, versuch mal einen rauszulocken. Ja, den da, genau. Wenn ich mich da herstelle. Beinzeige. Scheißkerl. Was ist mit ihm? Warum beschimpft mich der so? Was springt raus bei dem Job? Da bin ich. Mal sehen, was uns dort erwartet. Böse Buben. Und los. Na? Genug getrödelt. Mal sehen, was uns dort erwartet. Ich hoffe, ich kann mich da reintragen. Auf geht's. Ja. Was für ein Job. Fesseln bitte. Muss das sein? Zur Sache jetzt. Okay, Teamwork ist hier angesagt, offensichtlich. Dann wollen wir mal. Da bin ich. Gut, okay, so läuft das. Also ein Entfernen bitte. Okay. Das heißt, wir schauen, dass wir jeden Einzelnen da rauslocken. Jetzt aber schnell. Wollen wir spielen?